Und ich erteile das Wort dem Fraktionsvorsitzenden der FDP-Fraktion, Christoph Dürr. Christian Dürr, Entschuldigung. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Vor knapp zwei Wochen war der ukrainische Parlamentspräsident Stefantschuk zu Gast hier im Deutschen Bundestag. Viele von Ihnen haben auch mit ihm persönlich sprechen können, und ich hatte auch die Gelegenheit. Und er hatte eine Botschaft dabei: Die Ukraine möchte den europäischen Weg gehen. Und dabei war seine Botschaft eigentlich in Wahrheit noch differenzierter. Nicht die Regierung, die Eliten des Staates, die Menschen in der Ukraine, das Volk der Ukraine will den europäischen Weg gehen. Und Herr Rupalla, als Sie gerade gesagt haben, die Europäische Union, das sei aufgezwungener Gemeinsinn. Mit Verlaub, das Volk der Ukraine, was sich gegen ihren Freund Wladimir Putin gerade verteidigt, die wollen in Europa stattfinden, die wollen Teil dieser Europäischen Union sein. Das hat nichts mit Aufgezwungenheit zu tun. Welch ein Quatsch! Die Realität straft Sie Lügen, liebe Kollegen der AfD. Ich bin froh, dass wir heute sagen können im Deutschen Bundestag, auch nach dem gemeinsamen Antrag der demokratischen Mitte des Hauses, dass dieser europäische Weg jetzt konkretisiert wird beim Europäischen Rat. Und zwar, indem wir der Ukraine den Kandidatenstatus anbieten werden. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Europäischen Union, dass einem Land, gegen das Krieg geführt wird, der Beitrittskandidatenstatus angeboten wird. Das ist auch eine historische Wende. Dieser Kandidatenstatus, meine Damen und Herren, diese Beitrittsperspektive in das Haus Europa hat die volle Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland. Auch das ist ein Signal des Europäischen Rates in dieser Woche. Und ich glaube, es geht mehr als das Teilen der gemeinsamen Werte. Darüber haben wir in den vergangenen Debatten hier schon viel gesprochen. Es geht natürlich um die Perspektive auf Freiheit, auf Wohlstand und auf Rechtsstaatlichkeit. Es geht um die Werte, die das russische Regime mit seinem Angriffskrieg fundamental bedroht und zerstören will. Und es wurde vielfach gesagt, Putin hat Angst vor Demokratie und der Freiheit. Diese Werte verteidigt die Ukraine, und deshalb, genau deshalb, sind wir gerade als Deutschland der Ukraine tief verbunden. Und aktuell, das muss man sich bewusst machen, sterben in der Ukraine junge Menschen. Sie werden von russischen Soldaten ermordet. Diese jungen Menschen, die noch 2014 ebenfalls unter Einsatz ihres Lebens auf dem Maidan für die europäische Perspektive demonstriert haben, für die Freiheit, für die Gerechtigkeit. Einer von ihnen ist Roman Ratushny. Er ist vor kurzem in der Nähe von Kharkiv im Krieg getötet worden. Damals, 2014, ist er als junger Student, war er unter den ersten Demonstranten auf dem Maidan und hat für Demokratie und Freiheit gekämpft, die damals mit Gewalt durch russische Unterstützung unterdrückt werden sollte. Er ist im Februar diesen Jahres der ukrainischen Armee beigetreten, um die damals gefundene Freiheit, die Werte, für die er schon damals unter Einsatz seines Lebens eingestanden ist, zu verteidigen. Im Juli diesen Jahres wäre Roman 25 Jahre alt geworden. Sein Beispiel ist es, das den Wert der europäischen Perspektive für die Ukraine unterstreicht und für uns alle eines zeigt: Werte, auf die wir uns ebenfalls immer wieder besinnen müssen, die wir immer wieder als Europäer erkämpfen müssen. Und dass sein Schicksal, seine Geschichte eine von vielen ist, zeigt genau das, was der Parlamentspräsident meinte. Das ukrainische Volk möchte den europäischen Weg gehen. Wir stehen an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer, die zurzeit ihr Leben dafür geben würden, dies zu verteidigen und insbesondere die Freiheit ihres Landes, meine Damen und Herren. Und Perspektive heißt auch das, was Sie angesprochen haben, Herr Bundeskanzler, nämlich nach diesem fürchterlichen Krieg der Wiederaufbau des Landes. Auch das ist Teil der ukrainischen Perspektive auf dem europäischen Weg. Und der beste Weg dorthin ist das Erfolgskonzept der Europäischen Union schlechthin, der gemeinsame Binnenmarkt. Auch das muss eine Perspektive sein. Ich spreche mit, wie viele von Ihnen, mit Ukrainerinnen und Ukrainer. Die denken bereits heute an die Zukunft, trotz des Krieges. Trotzdem ihre Verwandten dort sterben, denken die bereits an die Zukunft und wollen Teil dieses Wohlstandsprojekts werden. Und dass das so wichtig ist,
zeigen natürlich die weiteren internationalen Gipfeltreffen, die jetzt anstehen, neben dem Europäischen Rat, die G7 und natürlich auch der NATO-Rat. Ich will insbesondere an der Stelle auch noch mal auf das G7-Treffen zu sprechen kommen, Herr Bundeskanzler. Wir haben eines gelernt, nämlich dass die Abhängigkeit, insbesondere die Energieabhängigkeit, von einer Nation sehr gefährlich ist. Gleichzeitig hat dieses Land, eine der erfolgreichsten Exportnationen der Welt, die viertgrößte Volkswirtschaft des Planeten, gelernt, dass Freihandel, der Handel mit anderen Ländern, zu Wohlstand und Demokratie beiträgt. Aber die Sätze der Vergangenheit, Handel, Wandel durch Handel, die stimmen leider in der Form nicht mehr. Dieses Konzept ist in Bezug auf Russland gescheitert. Das muss man sagen. Aber ich werbe dafür, dass wir selbstverständlich gerade jetzt, erst recht jetzt, mit den liberalen Demokratien der Welt uns zusammentun. Das geht über Kanada und die Vereinigten Staaten hinaus. Es geht dabei auch um Asien, meine Damen und Herren. Ich denke an Japan beispielsweise, die anderen Demokratien in der Region. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, auch im Rahmen der G7, im Rahmen der Wertegemeinschaft der liberalen Demokratien der Welt auf Freihandel erneut zu setzen. Auch das schafft Demokratie, meine Damen und Herren, Wohlstand in der Zukunft und insbesondere Demokratie in der Welt. Und ich will zum Schluss natürlich auch auf die wirtschaftliche Situation in Deutschland zu sprechen kommen, weil auch Herr Merz das angesprochen hat. Und ich will in einer Sache ganz klar sein, die Debatte, die wir dieser Tage führen, wir stehen vor einer großen Herausforderung im Winter, und ich glaube, an einer Stelle kann es keine zwei Meinungen geben. Insbesondere eine Energielücke für Deutschland im Winter kann keine Option sein. Das heißt, wir müssen hier an Alternativen arbeiten, meine Damen und Herren. Das ist auch unser Auftrag als Bundesregierung in den kommenden Wochen. Das ist das eine. Aber Herr Merz sprach ja auch den Bundeshaushalt beispielsweise an und die Frage des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Herr Merz, der Satz hätte anders lauten müssen. Sie haben gesagt, es ist für uns als CDU/CSU, und dann hätte folgende Einführung kommen müssen, es ist für uns als CDU/CSU nach 16 Jahren wieder die klare Haltung, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt gilt, meine Damen und Herren. Das wäre die richtige Redebaustein gewesen. So wäre es richtig gewesen. Und in diesem Zusammenhang, ich bin schon sehr verwundert, weil Sie den richtigen Zusammenhang dargestellt haben, nämlich zwischen solider Haushaltspolitik, dem Einhalten der Schuldenbremse und damit der Bekämpfung der Inflation hier in Deutschland, meine Damen und Herren. Ihre eigenen Vorschläge zum Bundeshaushalt 2022 sprechen an der Stelle Bände. Lauter neue Ausgabevorschläge ohne echte, solide Gegendeckung, meine Damen und Herren. 60 Milliarden fehlten in Ihren Vorschlägen. Das Gegenteil dessen, was Sie hier propagieren, machen Sie in Ihrer Politik als Opposition im Deutschen Bundestag, Herr Merz. Auch das muss man unterstreichen. Und zum Schluss, Frau Präsidentin, Sie haben ja, die Frau Bundestagspräsidentin hat, als sie zum Tagesordnungspunkt einleitete, gesagt, wir reden über die internationalen Gipfeltreffen und über zwei Entschließungsanträge der CDU/CSU. Mir ist das in Ihrer Rede gar nicht aufgefallen, Herr Merz. Ich habe mir auch die Anträge noch mal angeguckt. Die sind sowas von alt und aus der Zeit gefallen. Ein Stück weit, Herr Merz, bedauere das zu sagen zu müssen, sind auch die Vorschläge zur aktuellen Politik, verehrter Herr Kollege. Und eins will ich zum Schluss sagen. An der Stelle haben Sie auch den Bundeskanzler angegriffen. Und ich fand wichtig, was er hier gerade gesagt hat. Partnerschaft mit Russland ist auf absehbare Zeit unvorstellbar. Umso mehr lassen Sie uns auf den Weg machen, Partnerschaften mit den liberalen Demokratien der Welt einzugehen. Ich danke Ihnen. Und für die Fraktion Die Linke hat das Wort